Hallo und herzlich willkommen zurück am heutigen Montag zu einer neuen Ausgabe hier in der Milliarden-Challenge von der Nordfriesischen Marsch. Seid gegrüßt, ich wünsche erstmal einen guten Wochenstart gehabt zu haben. Und ja, ich muss jetzt erstmal hier das Malheur aus der letzten Folge hier erstmal wieder retten. Hatten wir ja lange nicht mehr. Manchmal könnte man denken, der Indy lernt gar nicht dazu. So. Ja, wer also auch gerne diese Ballenpresse haben möchte, kein Problem. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Und ja, danke, wenn er mich damit unterstützt und über meinen Link das downloadet. Und Hashtag Werbung, ja, kriege ich auch eine kleine Aufwandsentschädigung für. Vielen, vielen Dank dafür. Ja. Und danke nochmal, dass du dir auch heute wieder die Zeit nimmst, um dir hier ein Video von mir anzuschauen. Grüße an dieser Stelle gehen raus an den Dieter, der mir damals ja, geholfen hat, hier diesen Mod zu entwickeln, das besser zu machen, schneller zu machen, so dass ja, alle auch davon profitieren können. Warum legt er den nicht um? Ah, ich habe das Ballending vergessen. Ach, du ahnst es ja nicht. Naja, egal. Den Ballenableger vergessen, daran zu montieren. Mmh. Also nicht den Ballenableger, sondern den Ballumleger. So. Ballenumleger? Hm. Ich weiß nicht, ob das jetzt das richtige Wort dafür ist. Wenn wir mal einen Schwader uns holen. Och, nee, ey. Der aufregend, ey. Erst wenden, dann Schwaden. Oh, ist ein bisschen mehr Aufwand. So, ihr seht, ich bin hier ganz konzentriert jetzt am Arbeiten, damit ich das ja richtig mache und nicht wieder irgendwelchen Bockmist hier baue. Weil das wäre ja doch schon sehr peinlich. Das wäre schon wieder peinlich genug, dann wäre ja nochmal passiert. Ich sag mal so schön, alle guten Dinge sind zwei. Mhm. Ja, aller guten Dinge sind drei, ne? Also wird mir nochmal passieren. Hoffentlich danach nie wieder. Oh nein.
Um Russ. Und nicht schon wieder. War jetzt auch gut, oder? Oh. Wo sind die Ballen jetzt hier hin? Zum Tierbedarfshandel. Okay, wo und hin? Sagt mir jetzt gerade gar nicht. Tierbedarfshandel. Oder ist es da, wo die Tiere kauft? Hinten bei unserem Hof da, der Teil. Das nicht. Da. Ja, das ist der Viehhandel. Ah, Tierbedarfshandel. Doch, doch, ist da. Okay, alles schwer. Ja, schön konzentriert hier, können wir hier arbeiten. Wie viele Ballen haben wir jetzt schon? 37 Ballen, Wahnsinn.
3 Reihen, dann haben wir es geschafft. Das ist ja Wahnsinn. Nummer 44 ist am Weg. So weitergeht. Hier nur noch 3 Stück. Dann kriegen wir 2 Anhänger voll. Hier nur allein an Silageballen weggefahren. Kriegen wir hier raus. Kein Problem. Ich wollte mal eben kurz eine Runde abkühlen. Da bin ich schon einmal runtergefahren. Ist klar, ne? Nicht, weil ich dem Auto ausgewichen bin. Ich wollte nur abkühlen. Die Reifen. Ob mir hier auf Hochtouren. Bin ich denn jetzt hingefahren? Wir haben mal total am Träumen hier, wa? War gerade so im Flow. Ach, schön fahren. Irgendwie nur Ruf im Kopf. Dabei müssen wir hier. Dabei müssen wir hier zum Landmaschinenhandel.
So. Weiter geht's, ja. Fünf Stück noch, kriegen wir drauf. Okay. Auf geht's. Zum Tierwilderfandel. Ich weiß gar nicht, wohin damit, aber. Gucken wir mal. So, jetzt fahren wir weiter geradeaus und dann müssen wir irgendwann am Tierbedarfhandel vorbeikommen. Vorne rechts sehen wir ihn schon.
Von aus hier. Ich muss echt gerade überlegen, welche Taste ich jetzt drücken muss, damit ich abladen kann. Ja, heute ist übrigens Bergfest, fällt mir gerade ein, wo diese Folge erscheint. Hä? Sie wollen hin? Hä? Oh je, 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 je. Ja, so müssen wir echt mal überlegen. Aber wir sind ja schon fertig. Wir haben ja schon den ersten Ballen verkauft. Das heißt, wir haben auf 24, 25 Ballen noch da liegen, die uns gehören. Das ist ja klar super. So, wir gehen nochmal hier in die Mittelklassentraktoren. So, Valtra T war das, ne? Den ich gesagt hatte. 3 Pfund? Was ist das? Pfundgewicht? 120 Kilo Pfundgewicht? Oh, sehr interessant. So, 3 Pfund. So, war dabei. So, Reifenvariante, Randgewichte. Wir nehmen das da. Was ist das denn? Rückfahreinrichtung? Was ist das denn? Twin Track? Okay. Bin ich mal gespannt. 4-Variante, Panorama. Eieiei. 2 Tür. Panorama. Innenraumdesign? Nehme ich eine dunkle, oder? So, Frontladeranbau, erstmal nein, Motorausführung, ja, das gefällt mir besser, Sensoren soll er auch dran haben, ja, GPS, ja, Hauptfarbe, nehmen wir hier das New Holland Blau und Felgenfarbe wie immer dunkelgrau. Hier sind wir bei 04. So, mal gucken, worüber geht. So, jetzt müssen wir den mieten, weil das haben wir gar nicht, das Geld. Also bleibt uns aber so jetzt nichts anderes übrig. Mieten wir den mal. Ja. Zurück. So, und gehen wir hier drauf. Gehen wir hier ans Ende. Konfiguration. Wir haben hier New Holland. Da, New Holland Blau. Sehr schön. Kaufen. Ja. So, zurück. Zurück. Gehen wir hier drauf. Da haben wir Wender. Nehmen wir hier den. Und hier hat man einen Schwader, haben wir einen Schwader für 9 Meter. 8,50 Meter. 15 Meter. 9,70 Meter. 9,50 Meter. 8,40 Meter, was hat der? Nehmen wir den hier. Hä? Kann ich nicht mieten? So, einmal mieten.
Details, bieten. Auf geht's! Ja, eben ja, Frontgewicht haben wir gut zu Mittag gegessen. Ja. Tja, komm, gucken wir uns den mal von innen an, weil der ist ja jetzt ja ganz neu. Wow. Wow, das sieht ja geil aus. Mega, die Details, ey. Sehr schön. Machen wir mal den Motor an. Ah, herrlich. Also es gibt wirklich jetzt viele Möglichkeiten, Dinge zu konfigurieren. Das ist schon Wahnsinn. Also, da hat sich doch vieles getan. Die Rollgeräusche, ne, von den Reifen, ey, mega, ey. Das ist cool. So, wollen wir mal gucken, ob ich das mit Curseplay noch hinkriege. Nach all der Zeit. Bim, und da ist die Folge auch wieder zu Ende. Ich sage danke für alle, die wieder zugeschaut haben, die einen Kommentar, einen Like dagelassen haben. Vielen, vielen Dank dafür. Das war's von mir. Und jetzt muss ich echt eigentlich mal gucken, bei welcher Folge wir dann gerade sind. Folge. Ah, wir haben heute jetzt Montag. Oh, nochmal sorry. Ja, das heißt, die nächste Folge erscheint am Mittwoch um 17 Uhr. Bis dahin, macht's gut, euer Andy und bye bye.